Und willkommen zurück. Willkommen zu 3.18 Star Citizen. Mal ein bisschen anderes Format hier. Seht ihr schon? Wir überprüfen, ob die wunderbare Ares Inferno in 3.18 was kann mit den Ballistic Changes. Und dazu mache ich ein kleines Video. Stream gibt es erst, wenn 3.18 wieder live ist. Vorher, glaube ich, zahlt sich das nicht aus. Ich bin jetzt am Testserver unterwegs. Und zu diesem Zwecke schauen wir mal in unsere Mission, in unser Missionshandbuch, in den Contracts Manager. Mercenary, Call to Arms. Und General, Bounty Hunter, Drakkar's Vermit, Low. Schauen wir noch, wo das ist. Magda. Nein, danke. Dann vielleicht. Racing Mission gibt es jetzt. Mercenary. Undetected Surveillance of Selin. Sehr schön. Das machen wir. Und leider habe ich auch schon wieder einen Bug gefunden. Leider. Was ist der Bug? Wenn ich meinen Speedlimiter-Knopf drücke, Set to SCM Speed, kann ich gleich zeigen. Dann springt er auf. Zack, da herauf. Und nicht dort jetzt auf FCM, SCM Speed, wo es sein sollte. Keine Ahnung warum. Ist ein Bug. Und das Display flickert echt bescheiden. So, wo ist Selin? Selin ist Dema nicht. Aber wir fliegen in diese Richtung. Ja, was kommt rein mit 3.18? Persistence und Salvaging, und das werden wir uns auch nochmal in einem separaten Video anschauen. Aber hier zuerst machen wir mal die Ares Inferno ist übrigens komplett Stock ausgerüstet. Also da ist nichts modifiziert, gar nichts. Weder Schilde noch Power noch irgendetwas. Warum ist jetzt Selin auf der anderen Seite? Boah. Ihr seht, ich bin ein bisschen eingerostet. Schon lange nicht mehr Star Citizen gespielt. Aber das wird sich jetzt in Zukunft wieder ändern, wenn 3.18 live ist. Und auf das freue ich mich schon sehr. Da haben wir den kleinen Stein jetzt. Okay, anvisieren kann ich ihn erst, wenn der Quantum gar nicht gespult ist. Warum kann... Jetzt. Nee, bisschen holprig ist die 3.18 noch am Testserver, muss man sagen. Bin auch froh, dass ich bis jetzt noch nicht getestet habe oder irgendwas gemacht habe mit 3.18. Wenn es mir einfach zu doof ist. Ich werde nicht bezahlt dafür, dass ich das Spiel Beta teste, ne? So, Selin. Wo ist eigentlich mein Mission Marker, ne? Die nächste blöde Frage vom Steinchen. Accepted. Track. Irgendwie ist die Schriftart auch ein bisschen anders geworden. Ah, gut. Wir müssen in Richtung Com-Array und das erreichen wir am besten über den OM2, über den Südpol von Selin. Na, da muss man immer ein Quantum Blast neu einschalten, damit man das sieht. Das nervt ja auch ein bisschen, ne? Okay, dann Scan funktioniert. Aber wir finden halt nichts hier. Der macht jetzt nur meine Linie, ne?
A Seattle Communications Controlled Area, ja, das weiß ich doch. Okay, das ist ein Turret, ein gutartiger Turret, glaube ich. Cutlass Black, ah, okay. Gut, ich kann den Pip nicht umstellen. Das nervt ja. Okay. Wo sehe ich jetzt meinen... ich sehe ihn hart nicht. Ah, jetzt sehe ich ihn. Warum kann ich meinen Pip nicht umstellen?